Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, und ich würde sagen, heute, wie versprochen, schauen wir uns den Boss an. Ich muss zugeben, ich war einmal kurz drin, habe mir mal angeschaut. Ist wirklich heftig. Ich hoffe mal, dass wir den jetzt legen. Besser mal die blöden Ritter hier vorbei, die sind nämlich richtig nervig. So, und dann die Gestalten hier. Ach. Okay, mal eine Essos nehmen. Rein. Ach. Das war nix. Ah, und schon immer tot. Okay, dann gleich nächster Try. Ja, der ist schon krass. So, wieder an die blöden Ritter vorbei. Da muss man auch Glück haben, dass die hier nicht gleich treffen. Okay, da ging er gut vorbei. Nacht. So, dann gleich mal rein da. Rein in die gute Stube. Ah, das zieht immer gleich so viel ab. Ah, die machen Aua. Ah. Ah, schon wieder down. Wahnsinn. Mann. Jetzt wirklich in sich. Werde ich mal aber das andere Schwert benutzen. Vielleicht ist es besser. Okay. Na, jetzt trifft sie mich unterm Sprung. Ich krieg einen Vogel. Okay, dann müssen wir weg.
Ey. Taucht doch immer extrem weit von mir weg auf. Man verpasst es jedes Mal. Es wird nichts mehr werden, bloß auf 5 Estos. Musst du wirklich nichts mal schneller weg. Okay, zweite Phase hat begonnen. Ah. No. Ja, okay, der Driver war jetzt schon mal ein bisschen besser. Ich muss da bloß schneller weg, wenn die auf dem Boden haut in ihrem blöden Rauch da macht. Okay. Kriegen wir schon, kriegen wir alles hin. Schlimmste finde ich eigentlich den Laserstrahl, was sie da macht, den kann man kaum ausweichen. Die Ritter könnten sie sich auch sparen. Na, jedes Mal wäre ich hier getroffen. Oben auch noch. Also toll. Geht schon wieder gut los. Ah, oh, okay. Das Pfeil ist, verstehe ich. Okay, und weg. Macht sie den scheiß Nebel da? Genau. Und wo kommt's jetzt? Spawns oder hinten? Okay. Ah, oh, und schon wieder die Pfeile. Jedes Mal diese scheiß Kugeln hier. Fünf Estos nur noch. Sieht gar nicht gut aus. Oh, was ist das? Oh. Ich werde die jetzt mal probieren, ohne Lock zu spielen. Ich glaube, dass es vielleicht besser ist.
war wieder klar, dass ich da wieder reinrennen muss. Mann, Mann. Schon wieder eine Estus verballert. Mein Gott. So, jetzt probiere ich den ohne Lock zu spielen. Vielleicht haut die dann besser hin. Wo kommst du, wo kommst du, wo kommst du? Okay, weg, genau, dann macht der Nebel. Alles klar, wo kommst du? Okay, Pfeile. Pfeile machen Aua. Ja, das war ja klar. Diese Schlampe. Okay, auf jeden Fall weg. Wir werden eine Estus nehmen. 7 Estus noch. Okay, zweite Phase. Mann. Mann, macht die einen Schaden. Wo ist die Bitch? So, wo ist er? Okay, die hat nicht mehr viel. Nimm mal eine Estus nehmen. Da geht der Angriff noch durch, Leute. Ich trinke einen Vogel. Oh, okay, sorry, dass ich ein paar Durchgänge jetzt gebraucht habe, aber er war wirklich hart. Und ich muss sagen, die Glut hat mir den Arsch gerettet. Also ein guter Tipp, Leute. Wenn ihr unter dem Bosskampf seid und ihr seht, ihr habt gerade nicht mehr so viel Leben oder sonst was oder Estus, haut euch eine Glut rein unter dem Bosskampf. Dann werdet ihr komplett aufgefüllt mit mehr Leben. Okay. Den kann ich mir nicht viel holen wahrscheinlich. Weil, hab ja nichts gehabt. War eine Null. Okay, irgendwas geht hier gerade. Dann machen wir das Leuchtfeuer an.
Irgendwas bewegt sich hier. Okay, Leute, dann, wie es denn weitergeht, sieht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Bin zwar oft gestorben jetzt, aber wenn ihr Lust habt und sehen wollt, wie es weitergeht, würde ich mich freuen, wenn ihr einschalten tut zur nächsten Folge. Und wenn ihr mir auch vielleicht ein Abo da lasst, würde ich mich auch freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.